Oh. Da war doch ein Fliegenspacko. So gesehen. Ach, darüber. Alles klar. Aber erstmal Checkpoint. Da drin bin ich. Denn dahin. Gut. Ey, bisher finde ich es viel zu leicht. Bisher macht man mir das echt zu einfach. Ist meiner Meinung nach bisher zu leicht. Aber wartet mal ab, wenn ich Rayman Advance noch spiele und Rayman Living Rebels für den Game Boy Advance. Das wird nämlich nicht so knackig, sondern schwer. Okay, die Tür muss ich wohl auch aufbrechen. Machen wir auch. Ich habe echt gerade Momentenlauf, was das Spiel angeht. Okay, das muss ich gerade überlegen. Verdammt. Ich glaube, dass ich die Tür da kaputt machen muss. Nee, gar nicht mal. Keine Ahnung. Mist. Ich hätte es gehabt. Mann, no. Ich bin so doof. Ich hätte es gehabt. Fuck. Mist. Was sei denn? Nee, das geht nicht. Ich brauche eine Lösung. Verdammt. Was mache ich da jetzt? Fuck.
Ich bin der Meinung, die Tür ist die Lösung. So ein Mist auch. Oder die Tür hier. Das ist mal dieser dumme Fisch. So. Ach, scheiße. Oh, ich bin einfach zu langsam. Für die Welt. Was soll ich denn hier machen? Ah, hier. Klar, das hätte ich machen sollen. Sag das doch gleich, Mann. Spiel hat sich gerade einfach aufgehangen. Interessant. Einfach. Ja, hier hat es einfach getillt. Warum? Ich werde mich mal töten lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es hat einfach geleckt. Aber ich weiß ja, wie es eh hier geht. Ich werde das Spiel jetzt mal schaffen. Okay. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt mal. Das wäre gut. Ich nehme jetzt ungefähr schon eine Stunde auf, denke ich mal. Wir haben echt viel geschafft heute. Ziemlich viel. Darum wäre es ganz cool, wenn ich das weg hätte. So. Warum tilt das denn an der Stelle? Ah. Aha. Dann habe ich einen Bug entdeckt, das ist einfach da, wo ich die Tür zerstört hatte. Einfach tilt. Komisch. Hab ich echt nicht so gewusst. Naja, egal. Ich bin weiter. Ich muss los, mein Iglo schmilzt. Wofür? Ich muss doch hier hin. Thank you.
Ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Ich mal gucken, ob da ein Schnottscheitel ist. Na, hier komme ich ja her. Was bringt mir das, wenn ich das aktiviere? Frag mich schon, was das mir wirklich bringt. Wofür hier hin? Hä? Ah. Ach so. Moment. Soll ich mal was probieren? Ja, ist mir doch gedacht. Ich hab's mir gedacht. So, jetzt sind wir mal weiter. Endlich. Was hier? Noch ein Schalter. Aha. Das Level ist schon echt nicht leicht, das zu checken. Ich muss ja da runter. Und dann kann ich da hin, vermutlich. Und dann da hin, oh Gott. Wofür? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ei, ei, ei.
Von daher. Diesmal habe ich das gespeichert, dass mir lieber von mir wieder dieser Fehler passiert. Nee. Wie ich das Unvermeidliche vermeiden. So ein Dreckslevel. Muss er dahin? So, und jetzt hier, Checkpoint. Ach, ich musste das machen. Okay. Das ist klar. Das Level ist echt schon... Boah. So, wir verlassen das Sinne. Nervig genug. Refluxhöhle. Globox, du musst André bekämpfen. Überlass ihn nicht die Kontrolle. Perfektes Timing, Raymond, Baby. Meine Transformation ist geschlossen. Ahaha. Alter, was? Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiege. Ah, ich weiß somit. Ich kann es mir denken.
weiß, wie der geht. Okay, ich hab ihn gescheckt. Wir warten mal noch einen ab. Ich weiß, es wie er geht. Alles klar. Besieg den jetzt mal schnell. Er hat nicht mehr viel. Ich besiege ihn definitiv. Er hat nicht mehr viel, das ist gut. Okay, ich will es schaffen. Jetzt oder nie. So, das war's. Haben wir noch was geschafft? Toll. Ich kann das nicht entziffern wegen so einem Grafikbug. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, das war Raven die Rache der Hoodlums. Ich muss sagen, für ein Game Boy Advance Spiel sehr knackig, sehr hart. Ich habe zwischendurch auch mal nur kurze Aufnahmen gemacht, warum alleine, weil es für mich schwierig war. Einfach zu hart an manchen Stellen, einfach zu unfair gestaltet und ja, ich hätte mir da echt leichtere Stellen vorgestellt, aber ich hatte echt deutlich mehr Probleme. Schon alleine gegen die Bosse. Ja, schon alleine das Trefferfeedback. Wo kann man denn in dem Moment richtig treffen und wo kann man das halt nicht? Und das hat mich da ein bisschen gestört. Alleine schon jetzt gerade dieser Grafikbug, das beweist schon, wie alt das Spiel ist und dass es nicht wirklich gut gefixt wurde als ROM-Datei. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Game Boy Advance-Spiel als Nebenprojekt. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt, ein Abo und eure Meinung. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.